Das Video entstand in Zusammenarbeit mit Foto Görlitz, dein Händler aus Ostwestfalen, für Leica-Kameras und Objektive. Kameras sollten Emotionen wecken, oder? Je länger ich fotografiere und je mehr Kameras ich für euch ausprobiere, desto bewusster wird mir, es gibt keine schlechten Kameras. Aber es gibt jede Menge langweilige Kameras. Auf der Suche bin ich auf diesem Kanal nach Fotoapparaten, die mir etwas ganz Besonderes bieten. Ich finde, deine nächste Kamera sollte eine Hasselblad sein. Das waren die Worte meiner Frau, nachdem ich ihr ein Bild dieser Kamera gezeigt hatte. Es ist die Kamera, die ich mir gerade am meisten wünsche. Der Platz 1 unter den außergewöhnlichsten Kameras. Ich finde die Hasselblad genauso emotional und begehrenswert wie eine Leica M. Nur irgendwie anders. Die schöne, stilvolle Kamera mit dem doch so hässlichen Namen. Hasselblad 907X CFV250C. Bei diesem Namen haben es sich die Verantwortlichen wohl mit ein paar Flaschen Wein gemütlich gemacht. Aventador Maranello, ein emotionales Produkt, benötigt einen emotionalen Namen. So wie bei einem italienischen Sportwagen. Das Design und die Bedienung aber sind so aufregend und schön, dass ich ihr alles verzeihe. Eins ist sicher, die Hasselblad 907X ist einzigartig. Klassische Ästhetik. Sie erinnert stark an alte analoge Mittelformatkameras von Hasselblad. Man hält sie nicht wie normale Kameras vor sein Auge, sondern man hält die Kamera auf Bauchhöhe und neigt seinen Kopf nach unten. Nur anstelle in den Lichtschacht zu schauen, schaut man bei dieser Kamera auf einen großen und klaren Bildschirm. Analoges Feeling, das ich sonst nur von meiner Leica M kenne. Als Leica M-Besitzer bin ich es gewohnt, immer mal wieder auf meine Kamera angesprochen zu werden. Hey, warum hat deine analoge Kamera denn einen Bildschirm? Das gleiche passiert dir auch mit dieser Hasselblad. Die Kamera kommt nicht nur bei Fotografen sehr gut an. Die Menschen schauen mir hinterher und können diese Kamera nicht einordnen. Und Kenner fragen mich, wie um alles in der Welt bist du denn an die ausverkaufte Moon Edition drangekommen? Und ja, die Kamera in meiner Hand ist eine Sonderedition. 1969 betraten die ersten Menschen den Planeten, den ich mir nachts so gerne anschaue. Mit im Gepäck drei Kameras der Firma Hasselblad. Nur eine kehrte mit zur Erde zurück. Die anderen beiden liegen wohl auch noch heute auf dem Mond. Seit 50 Jahren. Dieses Jubiläum feiert Hasselblad mit dieser Sonderedition. Selbst wenn du das Geld hast und bereit bist, dieses auszugeben, so musst du es erst einmal schaffen, überhaupt an eine Kamera dranzukommen. Denn sie ist sehr selten. Die Bedienung ist kinderleicht. Zwar gibt es nur wenige Knöpfe, aber alles, was man einstellen muss, kann man direkt per Touch erledigen. Die Symbole auf dem Bildschirm werden dabei groß und deutlich angezeigt. Jeder, der ein modernes Handy bedienen kann, der kann auch diese Kamera bedienen. Die Hasselblad ist also die perfekte Poserkamera, die man sonntags bei schönem Wetter aus der Vitrine holt, um in die Stadt zu fahren. Aber wie schlägt sich die Kamera bei einem echten Shooting? Das Konzept dieser Kamera bringt einen großen Nachteil zum Vorschein. Menschen zu fotografieren bedeutet für mich, sich mit Menschen zu unterhalten, sie kennenzulernen. Wenn man mit Menschen spricht, so schaut man ihnen direkt in die Augen. Dasselbe tut man, wenn man Menschen fotografiert. Nur dann halt durch den Sucher. Bei der Hasselblad 907X schaut man konsequent zu Boden, als wäre man ein schüchterner Schüler, der Angst vor seinem Gegenüber hat. Durch das zu Boden schauen bin ich gefühlt 100 Meter von der Person entfernt, die doch eigentlich direkt vor mir steht.
Wen das aber nicht stört, der bekommt ein echtes Bildqualitätsmonster. 50 Megapixel gepresst auf einen Mittelformatsensor mit 14 Blendenstufen Dynamikumfang und 16-Bit Farbtiefe. Die Bildqualität ist überragend und selbst ISO 6400 finde ich absolut brauchbar. Noch Fragen? Dann schau dir die Testbilder an. Den Link findest du in der Beschreibung. Auf der Homepage von Hasselblad konnte ich auf den ersten Blick nichts über den Autofokus erfahren. So dachte ich, die Kamera hätte gar keinen Autofokus. Das war allerdings ein Irrtum von mir. Dass Hasselblad den Autofokus kaum erwähnt, kann ich nicht verstehen, denn er ist gar nicht so schlecht. Zwar wirkt er besonders mit dem 80mm 1.9 sehr laut und hart, aber er trifft und das auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Aber mal ehrlich, bei dieser Kamera geht es nicht um den Autofokus. Das digitale Rückteil lässt sich auch mit den meisten Hasselblad V-Systemkameras, welche ab 1957 produziert wurden, kombinieren. Somit kann man bei einem Shooting analog und digital fotografieren. Ein Traum, oder? Eins steht fest, ich werde mir diese Kamera kaufen. Irgendwann. Nicht für meine Brautpaare, nicht für Porträts, sondern einfach nur für mich. Zum Gernhaben. Kameras sollten Emotionen wecken, oder?